Hallo Leute, heute gibt es eine neue Alarmanlage für unseren kleinen Frankie bei Karatec in Landau. So Leute, jetzt geht's los. Unser kleiner Frankie wird in die Halle gefahren zum Einbau einer Karatec-Alarmanlage. Ja, wie schon avisiert, ist das Fahrzeug heute am ersten Tag leider nicht ganz fertig geworden. Aber ist überhaupt kein Problem, da die Leute von Karatec extrem nett sind und man natürlich hier in einer speziell für Kunden angebrachte Fähr- und Entsorgungsstation übernachten darf. Man bekommt einen Schlüssel für ein kleines Tor und hat so über Nacht sein eigenes Reich direkt vor den Hallen vor Karatec. Und morgen früh, 8 Uhr, geht es dann weiter. Und man hat mir zugesichert, in 1,5 bis 2 Stunden ist das Fahrzeug morgen fertig. Wir lassen uns morgen das Fahrzeug noch erklären von einem der Menschen, die für den Einbau zuständig waren. Ich starte vielleicht einmal damit, was man überhaupt von so einer Alarmanlage sieht. Es ist tatsächlich relativ wenig. Sie sehen oben auf der Armatur einmal links und rechts in schwarz aufgesetzt die Ultraschallsensoren. Die sichern mir das Fahrzeuginnere ab. Wenn jetzt beispielsweise jemand eine Scheibe einwirft oder wenn wir beispielsweise ein Fenster nicht über einen Funksensor abgesichert hätten, dann steigt hinten jemand ein beispielsweise, bewegt sich durchs Fahrzeug, wird von der Innenraumüberwachung erfasst und die Alarmanlage geht los. Wir haben natürlich einen Schalter, um die Ultraschallsensoren zu aktivieren und zu deaktivieren. Der sitzt einmal relativ weit unten, dass ich ihn von hinten, auch wenn ich im Fahrzeug bin, intuitiv bedienen kann. Dann kann ich die Ultraschallsensoren aktivieren und deaktivieren. Logisch, wenn ich im Fahrzeug bin, wenn ich im Fahrzeug übernachte oder ich habe einen Hund im Fahrzeug, dann möchte ich ja, dass die Außenhaut, dass die Alarmanlage scharf ist. Wenn ich drin bin, dann will ich mich drin frei bewegen. Und dann müssen die Ultraschallsensoren deaktiviert sein, dass ich eben keinen Alarm auslöse. Was sehen wir noch von der Alarmanlage? Wir sehen oben einen LED-Taster. Da kann ich sehen, ist die Alarmanlage scharf oder nicht. Da ist ein kleines Status-LED drauf. Und ich kann sehen, gab es einen Alarm, während ich unter Wind war. Und ich kann sogar ablesen, was zum Auslösen der Alarmanlage geführt hat. Und wir haben eine kleine Taste drauf. Über die kann ich die Alarmanlage für einen Zyklus notentschärfen. Warum brauchen wir das? Erkläre ich gleich nochmal im Detail. Ein Hund im Fahrzeug, dann möchte ich ja, dass die Außenhaut, dass die Alarmanlage scharf ist. Wenn ich drin bin, dann will ich mich drin frei bewegen und dann müssen die Ultraschallsensoren deaktiviert sein, dass ich eben keinen Alarm auslöse. Was sehen wir noch von der Alarmanlage? Wir sehen oben einen LED-Taster. Da kann ich sehen, ist die Alarmanlage scharf oder nicht. Da ist ein kleines Status-LED drauf. Und ich kann sehen, gab es einen Alarm, während ich unter Wind war. Und ich kann sogar ablesen, was zum Auslösen der Alarmanlage geführt hat. Und wir haben eine kleine Taste drauf. Über die kann ich die Alarmanlage für einen Zyklus notentschärfen. Warum brauchen wir das? Erkläre ich gleich nochmal im Detail. Wie bedient man die Alarmanlage? Ist eigentlich relativ einfach. Die Ultraschallsensoren haben wir jetzt aktiviert. Ich schließe die Tür. Und bei Mercedes ist es so, oder eigentlich bei allen Fahrzeugen, ich habe meinen Original-Fahrzeugschlüssel. Mit dem verschließe ich das Fahrzeug. Die Alarmanlage quittiert zweimal, also es ertönt ein zweimaliger Quittierton. Das heißt, die Alarmanlage ist aktiv und die Ultraschallsensoren ebenso. Wenn wir jetzt reinschauen ins Fahrzeug, dann sehen wir an dem LED-Taster, der leuchtet jetzt ungefähr 20 Sekunden durchgehend rot. Das ist die sogenannte Vorschärfphase. Da kalibriert sich das System, insbesondere die Ultraschallsensoren. Nach den 20 Sekunden geht die LED-Taste in so ein kontinuierliches Blinken über, wie man es klassisch von einer Alarmanlage kennt.
schauen wir noch mal rein. Das ist jetzt der Fall. Also ich schärfe die Alarmanlage ganz einfach bei jedem Fahrzeug, indem ich über den Original-Funkhandsender zuschließe. Jetzt gehen wir her und lösen einmal einen Alarm aus. Das mache ich jetzt mal hier über den mechanischen Schlüssel. Ich mache einfach auf. Warum löst die Alarmanlage aus? Die Alarmanlage reagiert nur auf Funk. Also ich kann die Alarmanlage hier über den Mercedes-Schlüssel bedienen oder über unseren Funkhandsender, der immer mit dem Lieferumfang ist. Bei Mercedes ist es so, der kann bei Mercedes nicht die Zentralverriegelung ansteuern, allerdings die Alarmanlage schärfen, entschärfen. Das heißt, wir bleiben hier beim Mercedes-Schlüssel, zuschließen, die Alarmanlage scharf. Wenn ich jetzt mechanisch hier aufschließe und die Tür öffne, passiert Folgendes. Die Alarmanlage geht los, weil die Alarmanlage nicht weiß, ist es jetzt hier der mechanische Schlüssel oder ein Schraubenzieher. Wie unterbinde ich den Alarm? Einfach wieder aufschließen. So, jetzt haben wir einen Alarm ausgelöst und wir haben auch gleich gemerkt, die Alarmanlage beim Aufschließen piepste viermal. Viermal heißt, es gab einen Alarm, während ich unterwegs war. Dann machen wir die Tür auf. Wir haben die Alarmanlage regelkonform entschärft. Normalerweise wäre die LED aus. Warum? Die Alarmanlage ist deaktiviert, also leuchtet die Status-LED auch nicht. Allerdings sehen wir hier, die leuchtet im gewissen Rhythmus. Ja, die blinkt dreimal vor sich hin. Das heißt erstmal, okay, ich erkenne an dem Quittierton viermal, dass die Alarmanlage ausgelöst hat, während ich unterwegs war. Normalerweise, wenn Sie ans Fahrzeug kommen würden, es gab keinen Alarm, quittiert sie einmal. Einfach um zu sagen, es gab keinen Alarm, alles ist gut, die Alarmanlage ist deaktiviert. Jetzt haben wir den viermaligen Quittierton. Also wir wissen schon mal, okay, die Alarmanlage hat ausgelöst. Und wir haben ein dreimaliges Blinken über die Status-LED. Jetzt haben wir hier drin den sogenannten Alarmspeicher. So. Über den kann ich dann sehen, was zum Auslösen der Alarmanlage geführt hat. Genau. Hier haben wir eine Tabelle drin mit dem sogenannten Alarmspeicher. Was wir hier jetzt haben, ist ein dreimaliges Blinken. Hier sehe ich dann, entweder wurde die Motorhaube geöffnet oder ein Funkkontakt. In dem Fall ist es ein Funkkontakt. Warum? Weil wir die Fahrertür bei dem Fahrzeug über einen Funksensor abgesichert haben. Den Alarmspeicher, wenn die Alarmanlage ausgelöst hat, muss ich nicht überschreiben. Der überschreibt sich selbst, also ich muss ihn nicht löschen. Einfach einmal die Tür schließen. Wenn ich das nächste Mal das Fahrzeug zuschließe, dann schärft sich die Alarmanlage wieder ganz normal. Er piepst zweimal, weil die Ultraschallsensoren ausgeschaltet sind. Komme ich ans Fahrzeug, schließe wieder auf, haben wir den einmaligen Quittierton. Das heißt für mich in dem Moment, die Alarmanlage ist regelkonform entschärft. Es gab keinen Alarm in der Zwischenzeit. Ich mache einmal die Tür auf und jetzt sehen wir, die Status-LED ist aus. Und somit habe ich die Alarmanlage deaktiviert, regelkonform. So, ja, ich hatte vorhin ja angesprochen, wir haben bei dem Fahrzeug jetzt zahlreiche Fenster abgesichert. Wir haben die Heckgarage abgesichert, die Eingangstür und die Fahrertür. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, wenn ich bei geschärfter Alarmanlage so eine Garagenklappe öffne. So, Achtung, nicht erschrecken. Die Alarmanlage löst aus. Zum Entschärfen einfach wieder mit dem originalen Mercedes-Schlüssel oder mit unserem Funkhandsender aufschließen. Alarmanlage ist ruhig. System wurde deaktiviert. Jetzt schauen wir uns mal hier so einen Funksensor an. Wir haben hier oben den eigentlichen Funksensor. Der wird in der Regel mit einem Klettband befestigt. Warum wird das so gemacht? Dass ich einfach die Batterien, die da drin sind, relativ einfach wechseln kann. Ich kann, wenn die Batterie nach einer Zeit leer wird, den Funksensor einfach abnehmen.
Da ist ein kleines Kreuzschlitzschräubchen drin. Das drehe ich raus, nehme den Funksensor auseinander. Da kommt eine 2032er Knopfzelle drin. Die Grundvariante der Alarmanlage, die AK46 Pro, kostet inklusive Montage hier in unserem Service Center in Landau 849 Euro. Ich kann die Alarmanlage natürlich auch erweitern, beliebig, wie wir es jetzt in dem Fall gemacht haben. Wir haben Funksensoren verbaut, um eben Garageklappen, Fenster und so weiter abzusichern. Ebenfalls kann ich eine Ortung mit anhängen von Vodafone oder auch einen Gassensor. Ja, wenn euch die Alarmanlage interessiert, dann meldet euch doch gern in unserem Service Center in Landau, gerne per Mail oder telefonisch. Wir haben die Alarmanlage in der Regel immer vorrätig und können sie auch gerne mal in unserem Demonstrator, in unserem Kastenwagen haben wir sie eingebaut, gerne auch live vorführen.